Liegt jetzt sicher wieder tot in der Spüle oder so, ey. Oder eine Mikrowelle. Nee, das wär's jetzt. Ist der so einfach eine Mikrowelle? Also, es ist nicht lustig, aber doch, es wäre einfach, es wäre lustig, der Gedanke hier halt, ne? Mann, gib mal Seife hier. Ja, wo ist denn das blöde Vieh? Sicher noch draußen im Garten oder so, ey. Nee, ich such den jetzt sicher nicht im Garten draußen. Oh nee, ich hätte mit den Streichhölzern mal so Feuerwerk anzünden sollen. Die Zeit bleibt jetzt aber stehen hier bei halb, guck. Solange wir nicht weitergekommen sind. Im Arbeitszimmer? Auch nicht. Hä? Wie gut kannst denn du so ein blödes Ding verstecken? Oh, Streichhölzer. Oh, wartet, jetzt will ich mal. Den Brief kennen wir ja schon. Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ich weiß. Machen wir auch gleich. Ich will das nur mal ausprobieren hier. Was passiert, wenn ich hier so ein Ding anzünde? Wow, shit. Ja, okay, easy. Also hier draußen ist er sicher nicht. Kannst du mir nicht sagen. Die Tür ist ja abgeschlossen. Küche war ja nicht. In dem Bad war er eigentlich auch nicht. Gibt es jetzt noch einen Raum, wo wir jetzt nicht durchgeguckt haben? Jetzt fängt schon wieder diese Scheißmusik an. Heißt das, dass wir hier richtig sind, wenn die Musik so passiert, kommt? Oder nur, dass ich einen an der Klatsche habe? Wie wenig Batterien hat denn die Taschenlampe? Kannst du mir nicht erzählen, dass die innerhalb von einer Minute leer geht? Also komm, sind wir mal logisch. Also wenn sie sich nur ein ganz klein wenig an die, daran halten würden, glaube ich kaum, dass der, also... Schon wieder. Die Tür ist wieder offen hier. Bumm, geht zu. Wiederholt sich das jetzt einfach? Ich glaube, das wiederholt sich gerade einfach jetzt gerade, weil wir nicht weiterkommen. Kann das sein? Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich in das Zimmer hier wieder gehe... Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ich will nicht zu lange in den Spiegel reingucken. Mann, wo ist denn dieser blöde Hamster? Was denn? Scheiß Musik, ey. Ich würde gerne diesen blöden Schlüssel von unten haben. Ja, die Zeit bleibt auf jeden Fall stehen. Hier ist nichts. Hier sind nur ein paar Bücher. Ein paar Fotos oder irgend sowas. Die Zimmer habe ich alle durchgeguckt. Ist auch nicht hier drinne.
Streichhölzer im Kinderzimmer. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ja, haben wir aber nicht. Gucken wir mal hier in den Schubladen. Wo steckt Jerry nur? Ich muss ihn finden. Ja, aber der ist ja hier nirgends. Kannst du mir doch sagen, was du willst. Der ist hier nirgends. Ich glaube, der Akku wird fast leer von der Taschenlampe. Ist der hier in dem Schrank drin? Auch nicht. Auch nicht. Was passiert, wenn man hier zu lange braucht? Hier kann man aber auch nichts mehr machen. Hier kann ich einfach die Musik ablassen, ja? Nein, stopp! Wieso sollte man denn die Musik vorspulen? Ah, keine Ahnung. Der ist hier nicht im Zimmer. Jetzt habe ich wieder irgendwas gehört. Ich weiß nicht was, aber ich habe irgendwas gehört. Die Tür ist zu. Ja. Hä? Oh, jetzt kommt er zu. Jetzt habe ich aber echt langsam das ganze Haus abgeguckt. Kannst du mir denn jetzt sagen, dass der hier irgendwo, keine Ahnung wo ist? Hier war ich auch schon. Wo steckt Jerry nur? Ja. Ja, musst du. Ja, halt höchstens in der Küche, weil das Vieh Hunger hat. Keine Ahnung. Also ich muss definitiv zwei Parts draus machen, weil ich bin ja jetzt schon bei einer halben Stunde gerade angekommen. Es sei denn, ich finde das Mistvieh jetzt gleich irgendwo. Weil eine halbe Stunde ist halt echt eine Grenze bei mir. Länger will ich halt nicht machen. Oh, die Tür ist jetzt offen diesmal. Und das bedeutet? Nichts. Einfach nur, dass die Tür. Ich guck mal hier in der Küche, im Backofen. Oh, Jerry. Im Backofen? Bist du denn da reingekommen? Ich sollte Jerry jetzt in seinen Käfig zurückbringen. Nee, ich hätte... Das Ding war sogar angeschaltet. Im Backofen. Da war der Hamster im Backofen. Willst du mich verarschen? Also wenn da jetzt nicht irgendwas drin ist in dem Kinderzimmer. So, zurück mit dir in deinen Käfig. Und jetzt? Das war's, oder wie? Ich höre die Lampe da hinten spinnt irgendwie. Die geht immer an und aus. Ich gehe wieder runter ins Wohnzimmer am besten. Warum ins Wohnzimmer? Weil ich mich da am wohlsten fühle. Die Stühle sind normal. Seht ihr irgendwas, was nicht normal ist? Mach mal zu hier. Ich mag kein Bier. Ja, dann trink was anderes. Kannst Eier nehmen, wofür auch immer man hier Eier braucht.
Staubsauger. Okay. Eine Pizza. Leute, wofür brauche ich denn hier Essen und Pizza? Ah, hier ist auch das Handtuch. Wofür auch immer. Aber vielleicht finde ich hier einen Schlüssel noch oder so. Nee. Ganz unten. Auch nicht. Auch nicht. Sag mal hier. Haben wir auch nicht viel. Da ist nichts. Und hier. Nur so eine Schale. Uiuiuiui. Da oben kann man nicht aufmachen. Ah, hier kann man noch ein bisschen Licht, das ist gut. Hier oben. Auch nichts. Hier sind aber 1000 Schubladen, ne? Ja, gut. Jetzt fängt wieder die Musik an. Batterien? Ich habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Ja. Ich habe gerade keinen Durst. Ja, ist okay. Später. Eine Kerze. Sehr schön. Und hier haben wir noch. Da oben? Kann ich nicht aufmachen. Okay. Hätten wir jetzt eigentlich ziemlich alles hier in der Küche überprüft. Die hatten wir schon offen, ne? Ja. Läuft die Uhr weiter? Ne, die Uhr läuft nicht weiter. Das heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Aber was denn? Ich gehe jetzt nochmal ins Kinderzimmer. Wir haben doch den blöden Hamster jetzt gefunden. Oder vielleicht müssen wir jetzt in diesen scheiß Spiegel reingucken. Ne, der war ja hier in dem Zimmer. Ist nix, oder? Ne, da ist nix. Ah, scheiße. Kann man auch nicht aufmachen. Wofür zum Teufel brauche ich denn bitte Eier oder eine Pizza? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal ins Kinderzimmer. Vielleicht haben wir echt bei dem blöden Hamster hier irgendwas übersehen. Nee, ist aber nichts. Ich brauche eine Diskette, um den Computer benutzen zu können. Ja, okay. Es ist ja total banal. Ja, wie der Hamster im Backofen, ne? Ist total banal. Ich kann es nicht sagen. Ich habe, glaube ich, irgendwie Schritte gehört, aber kann ja irgendwie fast gar nicht richtig sein. Weil, es passiert ja jetzt nichts, solange wir nicht weitergekommen sind. Ins Büro? Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Nee. Briefe kennen wir ja alle schon. Hm.
weiß sonst aber nichts. Wo können wir noch schauen? Damit kann ich das Kabel nicht reparieren. Welches Kabel reparieren? Ich habe sowieso nichts zum Kabel reparieren. Oh, ich kann hier Feuer machen, geil. Das ist schon mal cool. Bringt mir aber gerade momentan nichts. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen noch. Mal alle Schubladen aufmachen hier. Gucken, ob hier irgendwas drin ist. Weil da ist ja noch eine verschlossene Tür, wo wir nicht reinkommen. Hier ist nur Alkohol. Ist zwar nicht verkehrt, aber können wir es auch nicht gebrauchen. Wo ist denn dieser blöde Schlüssel? Da auch nicht. Da auch nicht. Nee. Hier? Streichhölzer. Batterien. Dort ist nichts und dort ist auch nichts. Nein. Und nein. Hier definitiv auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Nee. In der Küche haben wir schon alles abgeguckt. Ja, so sieht's auch aus hier. Ja, hier haben wir definitiv, also hier haben wir definitiv alles abgeguckt. Toaster. Ja, toll. Habe ich irgendwas hier vielleicht? Ich kann ja kaum ein Ei toasten oder so, ne? Bringt mir alles nichts. Ja, ich glaube halt aber auch nicht, dass hier im Bad... Oh, Entschuldigung. Dass hier im Bad was ist. Im schlimmsten Fall muss ich es halt jetzt wirklich vorspulen. Wenn ich hier so 10 Jahre lang suche... aber auch nichts. Mann. Die machen es einem aber auch nicht einfach. Hier, da will ich rein. Okay, bei der Tür habe ich das jetzt noch nicht erlebt. Aber jetzt finde ich es auch irgendwie nicht mehr so schlimm. Weil, ist jetzt auch schon das 3. oder 4. Mal passiert. Aber wie gesagt, bei der Tür, da will ich gern rein. Hab aber nichts, um da reinzukommen, da brauche ich einen Schlüssel. Ich kann zwar in den Garten, aber in den Garten ist nichts. Okay. Gut. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem an einer Stelle den Part beenden. Weil sonst dauert es hier noch ewig. Und wir werden dann sonst im nächsten Teil mal schauen, wie es weitergeht. Ja, nee, ich habe hier nichts gefunden. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat der Teil trotzdem gefallen. Wenigstens haben wir den Hamster gefunden. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und bis dahin würde ich sonst sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar, keine Ahnung. Sage ich ja jedes Mal. Genau. Habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Haltet die Ohren steif, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.